muss ehrlich zugeben, ich lese eigentlich schon ganz gerne, in der Theorie zumindest. In der Praxis schaffe ich es dann nicht so oft. Aber es soll sie ja heutzutage noch geben, die Menschen, die Bücher lesen. Ich finde es schon auch krass, dass das einen richtig zur Ruhe kommen lässt, gerade so im hektischen Alltag aus Social Media und Handyschauen und Social Media und Co. Wie es aber ist, mit Büchern zu arbeiten, darüber quatschen wir jetzt, und zwar mit Alexandra Psotter vom Karl Hanser Verlag aus München. Hallo Alexandra. Oh, herzlich willkommen. Hallo, du bist wo genau zu Hause? Ich bin im Karl Hanser Verlag in München in Bogenhausen zu Hause, also wir sitzen mehr oder weniger an der Isar. Schön. Aber du machst kein Homeoffice, du bist jetzt praktisch noch im Verlag. Ich bin für diese Sache jetzt heute in den Verlag gekommen, genau. Ach so, da ist schon die erste Frage. Könntest du theoretisch nur Homeoffice machen in deinem Job? Momentan ja. Grundsätzlich, vor Corona hatten wir das nicht. Da konnten wir zwar auch Homeoffice machen, aber nicht durchgehend. Aber momentan ist unseren Mitarbeitern freigestellt, da zu arbeiten, wo sie sich wohler fühlen. Das klingt eigentlich sehr entspannt. Ist das so das Klima bei euch? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ein Familienunternehmen. Das merkt man, glaube ich, auch in allem, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben nur offene Türen und wir verstehen uns alle sehr gut, haben sehr viel Spaß zusammen. Deshalb kommen auch viele gerne ins Büro. Also einige waren tatsächlich ganz froh, wie man dann wieder durfte. aber wir vertrauen unseren Mitarbeitern da. Schön. Wer deinen Namen googelt im Zusammenhang mit dem Verlag, der findet einen Kontakt von dir, nämlich beim Thema Personal. Also du bist auch fürs Recruiting zuständig von jungen Menschen, die Bock haben, bei euch zu arbeiten? Ja, ganz genau. Also ich bin bei uns im Verlag für die Ausbildung verantwortlich und kümmere mich da natürlich auch ums Recruiting für die Azubis, aber auch für Volontäre, Praktikanten, jeden, der Lust hat, unseren Verlag mal kennenzulernen. Welche verschiedenen Berufsmöglichkeiten gibt es denn bei euch da? Ach, im Prinzip sind wir da relativ breit aufgestellt. Also wenn wir von den klassischen Einstiegsmöglichkeiten reden, haben wir die Berufsausbildung zum Medienkaufmann, Medienkauffrau. Wir haben aber auch Volontariate in verschiedenen Abteilungen, Praktikanten, Werkstudenten und dann natürlich irgendwann mal den Direkteinstieg in den verschiedenen Abteilungen. Okay, und welchen dieser Wege hast du gewählt? Ich bin tatsächlich über die Berufsausbildung gegangen. Das heißt, du hast was genau gemacht? Das heißt, ich habe nach der Schule habe ich mich auf eine Ausbildung beworben und habe dann hier alle Abteilungen kennengelernt. Ich hätte dazu auch eine kleine Präsentation. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht... Ja, sehr gerne. Die kannst du einfach schon mal starten. Wir sehen sie hier auf dem Monitor. Das heißt, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir wissen genau, worüber du redest. Wunderbar. Dann habe ich das einmal kurz so für euch aufbereitet, dass ich euch mal erkläre, wie entsteht so ein Buch eigentlich. Bei mir war es nämlich tatsächlich so, bevor ich mich auf die Ausbildung beworben habe, dachte ich mir, Bücher, irgendjemand schreibt sie, irgendjemand liest sie und dann sind sie in der Buchhandlung. Wenn man sich das dann mal genauer anschaut, dann passiert da eigentlich sehr viel mehr. Und zwar nachdem der Autor eigentlich erstmal die Idee hatte, dann kommt das Lektorat ins Spiel. Und ich glaube, das Lektorat ist so das, was jeder kennt und wo jeder sagt, oh ja, Lektor will ich werden, ich will ganz viel lesen, ich will vielleicht selber was schreiben, das ist total cool. Und man sieht aber hier, dass da noch ganz viele andere mit im Spiel sind. Da ist zum Beispiel die Lizenzabteilung, die erstmal einen Vertrag macht mit dem Autor, dass der erstmal sagt, wir als Verlag haben das Recht, das Buch zu veröffentlichen. Dann kommt natürlich das Lektorat und tauscht sich aus mit dem Autor, liest die Texte und bringt das alles in eine schöne Form, dass das dann auch hinterher für den Leser passt. Die Herstellung kommt auch noch mit ins Spiel, die macht nämlich ein schönes Buch draus. Also ihr wisst ja sicher, wenn ihr in eine Buchhandlung geht, was euch auch interessiert, wie sieht das Buch eigentlich aus? Eins, das total hässlich ist, interessiert keinen. Man will da irgendwie ein cooles Cover, man will, dass das was hermacht. Wenn man es verschenken will, soll es vielleicht ein bisschen edel ausschauen. Und das ist das, worum sich die Herstellung kümmert. Dann habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, so ein Buch ist ja jetzt nicht nur den Text, den es einmal im Buch gibt, sondern den gibt es oft auch noch als Hörbuch oder als Film oder ihr findet irgendwo Zitate aus dem Buch. Und dafür haben wir eine Lizenzabteilung, die sich darum kümmert. Zum Beispiel auch, wenn das Buch noch in andere Sprachen übersetzt werden soll und im Ausland erscheinen soll. Und letztendlich müsst ihr als Endkunden ja auch noch davon erfahren, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Und dafür sind unsere Werbeabteilung zuständig, unser Vertrieb und unsere Presseabteilung. Die kümmern sich darum, dass das Buch vom Verlag in die Buchhandlung kommt, dass es Lesungen mit dem Autor zu den Büchern gibt, dass das Buch in den Zeitschriften und Zeitungen besprochen wird, dass es auf Blogs besprochen wird. Einfach, dass ihr von diesem Buch erfahrt.
Alexandra, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, all die Sachen, die du bis jetzt skizziert hast, die gibt es alle bei euch? Gibt es alle bei uns, ja. Das sind alles Abteilungen, die die Azubis bei uns kennenlernen dürfen. Okay, wie viele Mitarbeiter sind das dann insgesamt? Vom Lektorat über den Vertrieb? Wir haben insgesamt bei uns im Haus so ungefähr 230 Mitarbeiter, die sich auf zwei Verlage verteilen, nämlich auf den Literaturverlag und auf den Fachverlag. Ah, okay, also intern nochmal aufgeteilt. Genau, und wir haben immer ungefähr 6 Azubis bei uns im Haus. Ah, okay. Und das heißt, dann ist das Buch aber noch immer nicht erschienen, oder? Da geht es ja dann noch weiter. Genau, das ist dann der Prozess. Im Prinzip in dem Moment, wo das Manuskript dann vom Lektorat geprüft wurde, von der Herstellung schön in Form gebracht wurde, dann entsteht das Buch als solches, als physisches Produkt. Und dann kommt es aus der Druckerei, die nicht bei uns angesiedelt ist, wird es in die Buchhandlung geliefert. Und da kümmert sich eben der Vertrieb drum. Ich springe jetzt so ein bisschen. Mhm. Lektorat hatten wir, Rechte und Lizenzen hatten wir. Herstellung hat sich eben darum gekümmert, dass dieses Buch dann schön ausschaut. Und dann kommt der Vertrieb, der zu den Buchhandlungen geht und sagt, bestellt unsere Bücher, legt sie bei euch hin, macht schöne Bücherstapel, die ihr alle kennt aus den Buchhandlungen. Die sich auch darum kümmern, dass die Bücher auf Messen erscheinen. Ihr habt sicher alle schon mal was von der Frankfurter Buchmesse gehört, wenn ihr euch für Bücher interessiert. Dieses Jahr größtenteils online, nicht wahr? Genau, dieses Jahr größtenteils online zum ersten Mal. Bisher war das immer ein großer Eck, dass wir da hinkommen und unsere Sachen dort verkaufen. Hat in diesem Jahr online stattgefunden, ging auch ganz gut. Das war der Vertrieb. Dann ist das Buch soweit, dass ihr es physisch kaufen könnt. In dem Moment, wo ihr es dann aber mal gekauft habt, passiert immer noch mal was damit. Also der Prozess ist nicht abgeschlossen. Wir haben mit allen Büchern, die jemals bei uns erschienen sind, haben wir immer noch was zu tun. Da geht es dann darum, dass die Lizenzen noch mal verkauft werden. Da guckt man, dass vielleicht ein Film draus entsteht, dass das Buch in andere Sprachen übersetzt wird. Auch oft, dass nachgedruckt wird. Wir sagen jetzt, wenn wir das Buch zum ersten Mal rausbringen, sagen wir, wir denken, dass ungefähr 5000 Leute dieses Buch kaufen werden. Also sind das die Exemplare, die wir drucken. Und wenn wir dann sehen, hey, unsere Mannschaft hat einen super Job gemacht und jeder liest dieses Buch und es ist auf allen Bestsellerlisten, dann sehen wir, oh, wir müssen Gas geben, wir müssen nachdrucken. Da kümmert sich dann auch nochmal die Herstellung drum. Dann kommt auch nochmal die Werbung ins Spiel, die sagt, oh, das Buch kommt total gut an, dann machen wir nochmal eine Social-Media-Kampagne dazu. Da gehen wir nochmal an den Blogger ran und fragen den, ob der das nicht vielleicht nochmal besprechen möchte. Und dann kommt auch nochmal die Presse, die dann sagt, oh, wenn dieses Buch so bekannt ist und so beliebt ist, dann wollen wir da den Autor noch mehr präsent machen für die Leser. Weil die Leser sehen ja meistens nur das Buch vom Autor relativ wenig. Wenn man es schafft, eine Lesung zu organisieren, dann ist es total toll, weil viele Menschen nochmal einen Kontakt kriegen dazu. Und so eine Organisation von der Lesereise zum Beispiel, das ist auch eine ganz spannende Aufgabe, wo sich auch unsere Azubis mit drum kümmern dürfen. Lesereise heißt in dem Fall, ihr macht eine Art Buchtour. Genau. Wir besprechen dann mit den Autoren, also wir gehen zuerst an Buchhändler und Veranstaltungen ran, die sagen, hättet ihr Lust, mal einen Abend zu diesem Buch zu machen? Die sagen dann, ja, total toll, wollen wir gerne machen. Und dann fragen wir den Autor, wo hast du Lust hinzufahren? Wollen wir von München nach Stuttgart oder machen wir von München nach Nürnberg und dann weiter nach Hamburg? Was liegt denn noch auf dem Weg nach Hamburg? Was bringen wir da noch unter? Also das ist tatsächlich so ein bisschen ein Puzzlespiel, was man dann machen kann. Also fast schon... Ja, Eventmanagement eigentlich auch. Ja, definitiv. Also in der Presse, die Presseleute sind definitiv auch Eventmanager. Du hast jetzt schon viel von den Autoren geredet. Wenn ich jetzt ein Buch schreibe, kann ich dann einfach zu euch hingehen und sagen, hey, das ist ein cooles Buch, veröffentlicht das mal. Wahrscheinlich nicht, aber welche Wege gäbe es denn da? Machen kannst du das, aber die Chancen sind tatsächlich nicht allzu groß. Liegt ein bisschen daran, dass wir ja viele Autoren schon haben und auch nur begrenzte Programmplätze haben. Also wir können jetzt auch nicht sagen, dieses Frühjahr bringen wir 1000 Bücher raus. Der kluge Weg für die Autoren ist vermutlich meistens über eine Agentur zu gehen. Also es gibt Literaturscouts und Agenturen, die dann wiederum vorselektieren und mit denen die Verlage auch in Kontakt treten. Ah, okay. Also dass man... Ähnlich wie vielleicht Schauspieler auch sich an eine Stelle dazwischen nochmal wendet, die genau. Das vermitteln könnte. Ah, okay. Aber viel einfacher ist der Einstieg bei euch dann zum Beispiel eben als Medienkaufmann, Medienkauffrau. Welche Skills muss ich denn da mitbringen? Im Prinzip, wenn man aus der Schule kommt, ist es ja oft so ein bisschen schwierig, was kann ich denn schon gemacht haben? Mhm. Was uns immer wichtig ist, ihr müsst Interesse an Büchern haben. Das ist einfach das, womit wir arbeiten. Und was ganz schwierig ist, wenn jemand sagt, ich möchte mich bewerben,
weil ich einen Job brauche. Schreibt niemand so rein, aber liest man leider sehr oft in den Anschreiben. Also was ist gut? Schreibt uns, was ihr als letztes gelesen habt. Schreibt uns gerne auch, was ihr vom Hansa Verlag gelesen habt, warum ihr euch dafür interessiert. Habt vielleicht schon mal ein Praktikum in der Buchhandlung gemacht. Praktikum im Verlag ist oft gar nicht so einfach, weil es da nicht so viele Kapazitäten gibt. Aber ganz oft bieten die lokalen Buchhändler auch Schülern Möglichkeiten an, einfach mal für eine Woche auszuhelfen. Das macht sich in der Bewerbung total super, weil ihr einfach gezeigt habt, ihr habt da Interesse dran. Und was auch ganz wichtig ist, das ist eine ganz vielseitige Ausbildung. Also ihr lernt ja, ihr habt jetzt gesehen, ihr lernt mindestens 6 verschiedene Abteilungen kennen. Sagt, dass ihr euch gern mit Menschen auseinandersetzt, dass ihr euch gerne in was Neues einarbeiten wollt und dass ihr Spaß daran habt, euch mit Leuten auszutauschen. Das ist im Prinzip ganz wichtig für die Ausbildung bei uns, dass man diese Flexibilität mitbringt. Ha, weil du es jetzt gesagt hast, ein Praktikum in der Buchhandlung, das hat mich damals an mein Schülerpraktikum erinnert. Ich fühle mich zurückversetzt, so die eine Woche in der Buchhandlung. Diese Buchhandlung gibt es jetzt aber leider nicht mehr. Ist das was, womit ihr Probleme auch habt, dass immer mehr Buchhandlungen wegsterben und die Leute dadurch vielleicht auch gar nicht mehr den Zugang in den Job finden? Ja, das Geschäft verändert sich natürlich. Also ist bei mir auch so. Ich habe auch vor der Ausbildung ein Praktikum in der Buchhandlung gemacht. Die Buchhandlung gibt es auch nicht mehr. Allerdings gibt es nur die Vielleicht Filialen. War es die gleiche. Wer weiß. Ja. Genau, also das ist, natürlich ist es ein Thema, es ist immer schwieriger, da ranzukommen sozusagen. Aber wir glauben ganz fest daran, dass der Buchhandel an sich nicht ausstirbt. Was auch ganz viele machen mittlerweile, die haben selber einen Literaturblog. Das ist auch was, was immer ganz gut ankommt, wenn die einfach dadurch zeigen können, wir haben uns schon mal mit Büchern befasst, wir haben uns natürlich auch schon mal mit Leuten aus dem Verlag ausgetauscht und wir lesen gerne und wir haben Interesse dran, dass die Inhalte der Bücher zu transportieren, was letztlich das Medium dafür ist, wird immer im Wandel bleiben und momentan natürlich besonders stark. Welche Medien siehst du denn da, die besonders aufs Bücherbloggen einzahlen? Sind das Podcasts? Ist das YouTube? Ja, Podcasts kommen immer mehr. Mhm. YouTube ist auch immer mehr. Es gibt ja auch immer viel mehr Vlogs statt Blogs sozusagen. Mhm. Das sind die Hauptkanäle, definitiv. Was das Buch an sich angeht, finde ich auch ganz spannend. Wir stellen immer unseren Azubi-Bewerbern die Frage, wie lest ihr eigentlich? Lest ihr gedruckt oder digital? Die meisten lesen gedruckt. Das gibt immer noch? Ja, immer noch. Mhm. Und das gibt uns auch ganz große Hoffnungen, dass ganz viele sagen, ja klar, digital ist super, aber digital habe ich schon so viel mit der Schule, mit vielleicht Zeitung lesen, mit Instagram, mit was auch immer ich unterwegs bin. Ich habe auch ganz gerne noch eine Alternative dazu. Und das lässt uns wirklich hoffen für das gedruckte Buch. Auch wenn natürlich die Wege, über die wir das Buch vertreiben und über die wir das Buch ankündigen, sich immer mehr ändern. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, also mir geht es auch so, dass ich, wenn ich ein physisches Buch in die Hand nehme, dann fühle ich mich irgendwie mehr zur Ruhe gekommen. Woran würdest du denn das festmachen, dass das Buch trotzdem in seiner Form immer noch so beliebt ist? Ich glaube, es hat ganz viel einfach mit einem gewissen Hobby zu tun, das man auch anders nicht haben möchte. Dass man wirklich sagt, ich gehe in eine Buchhandlung, suche mir ein Buch aus, das mir gefällt, wo ich auch in Ruhe durchblättern kann, was ich mal in die Hand nehmen kann und was ich dann halt auch wirklich physisch mitnehme und mich damit auf die Couch fläze oder wo auch immer ich mich jetzt da, wo ich es mir gemütlich machen möchte und auch dieses Buch einfach durchblättern. Das hat auch so ein bisschen was, viele springen ja auch. Viele lesen ja jetzt nicht wirklich Wort für Wort, sondern sagen, ach, weiß ich noch nicht, ob es mir gefällt, ich lese mal 2 Kapitel weiter sozusagen. Und das kann man, glaube ich, einfach mit einem Buch an sich viel mehr machen. Plus, dass Bücher auch nach wie vor einfach gerne verschenkt werden. Also Weihnachtsgeschenk oder Weihnachtsgeschäft ist ein ganz, ganz großes Thema für uns. Und ja, wie soll ich sagen, so ein Abo für irgendwas verschenkt sich, glaube ich, nicht so gut wie ein Buch, was man einpacken und auspacken kann und worüber man einfach reden kann, was man mitbringen kann, was, glaube ich, auch so ein bisschen ins Urlaubsgepäck gehört nach wie vor. Da ist einfach ein ganz großer Unterschied zwischen Literatur zum Freizeitvergnügen und jetzt einfach Fachinformationen, mit denen man sich beschäftigen muss, für was auch immer, sei es Schule, Studium. Daran machst du es fest. Du hast jetzt hier schon eins weiter geskippt, nämlich zu den Volontariaten. Das ist nochmal was anderes als die Ausbildung, oder? Bei euch. Was sind denn die Unterschiede?
Für die Ausbildung ist es im Prinzip so, dass ihr alle Abteilungen im Verlag kennenlernen wollt. Also wenn ihr sagt, Verlag findet ihr total spannend, ihr habt aber noch überhaupt keine Ahnung, ob ihr eigentlich im Vertrieb arbeiten wollt, Lektor werden wollt oder euch für einen Lizenzverkauf interessiert, dann würde ich eine Ausbildung empfehlen, weil da habt ihr einfach echt die Möglichkeit, innerhalb von 2 Jahren den kompletten Verlag kennenzulernen. Volontariat ist mehr für die, die schon so ein bisschen wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Das ist dann oft, wenn man vielleicht schon studiert hat und im Studium schon mal ein Praktikum gemacht hat und gesagt hat, oh, ich will unbedingt in die Werbung gehen. Aber eigentlich verstehe ich noch nicht sonderlich viel davon, weil Studium ist ja oft so eine ganz theoretische Sache und ich muss erst mal lernen, was man da eigentlich macht. Für die Leute ist ein Volontariat super, weil die sind dann wirklich 1 bis 2 Jahre in einer Abteilung und arbeiten da ganz fest mit wie ein fester Mitarbeiter, haben ihre eigenen Projekte, können selber Sachen übernehmen. Das ist in der Ausbildung auch möglich, aber ein bisschen weniger, weil ihr ja so viele Abteilungen kennenlernt und so oft wechselt, dass ihr einfach nicht die Möglichkeit habt, ganz so tief einzutauchen. Also ich würde sagen, das Volontariat ist so ein bisschen was für die, die schon in ihrem Prozess, was sie machen wollen, ein bisschen weiter sind. Okay. Wir müssen leider ein bisschen auf die Tube drücken. Ich gebe jetzt einfach mal den Stress, den ich hier ins Ohr gesagt bekomme, radikal an dich weiter. Es wäre ja schade um das, was du uns noch vorstellen willst, aber wir sind eng getaktet. Was gibt's denn noch bei euch? Jo, dann machen wir direkt weiter, was auch schon. Der letzte Punkt ist, nämlich Praktika- und Werkstudententätigkeiten ist eigentlich das, wenn ihr sagt, ihr seid im Studium und ihr wollt neben dem Studium schon ein bisschen gucken, dass ihr einen Einstieg in den Verlag findet. Was total wichtig ist, weil wenn ihr euch nach dem Studium bei uns bewerbt und noch nie einen Verlag von innen gesehen habt, werdet ihr es ziemlich schwer haben. Das ist einfach so. Also guckt, dass ihr schon mal irgendwo ein Praktikum machen könnt. Das ist meistens in Vollzeit oder eine Werkstudententätigkeit lässt sich super mit dem Studium vereinbaren, habe ich selber auch gemacht. Flexibel zwischen 10 und 20 Stunden die Woche und da einfach schon mal die Abteilungen ein bisschen unterstützen könnt. Genau, und das war es auch schon an Einstiegsmöglichkeiten, die ich vorstellen wollte. Eine Punktlandung. Wenn du jetzt noch finale Tipps geben könntest in der Bewerbung, was gehört da alles rein? Du hast es vorhin schon ein bisschen angerissen, aber was ist wirklich ein Must-Have, was darf nicht weggelassen werden? Also Must-Have ist bei uns immer noch das Anschreiben. Viele haben da keinen Bock mehr drauf. Das mag funktionieren, wenn man weiter ist im Beruf und über den Lebenslauf viel erreichen kann. Das kann man meistens noch nicht, wenn man frisch von der Schule kommt oder auch aus der Uni kommt. Packt rein, warum wollt ihr in den Verlag gehen? Warum wollt ihr generell diesen Beruf lernen? Wie seid ihr da drauf gekommen? Was interessiert euch? Warum wollt ihr unbedingt zu Hansa als Verlag gehen? Und wenn ihr das schon mal gut argumentiert habt, ist das schon mal die halbe Miete. Und wenn ihr dann noch nachweisen könnt, ihr habt schon mal was gemacht in Richtung Verlag. Wenn ihr schon studiert habt, ist es leichter, weil dann habt ihr hoffentlich ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit gemacht. Schreibt was über die. Schreibt nicht nur ganz kurz rein, habe ich gemacht, sondern schreibt rein, was habe ich da gemacht. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, sondern bisher nur in der Schule wart, habt ihr vielleicht mal ein Projekt gemacht. Die meisten müssen irgendwie eine Seminararbeit auch innerhalb, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, irgendeine Abschlussarbeit, die zum Abi hinführt, mal machen. Viele machen auch ein berufsbegleitendes Praktikum. Habt ihr das vielleicht in die Richtung gemacht? Und wenn nicht, warum habt ihr was anderes gemacht? Und warum habt ihr euch jetzt umentschieden, dass ihr doch in Richtung Verlag wollt? Also ganz, ganz wichtig ist eigentlich am Anfang immer nur, zeigt die Motivation, zeigt, dass ihr das wirklich wollt und den Rest kann man lernen. Dafür ist es eine Ausbildung. Wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir, Alexandra. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und schöne Grüße gehen raus dann nach Bogenhausen. Genau, das war's. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke dir.